Die Frequenz steht auf 5,8 Gigahertz. Los geht's! Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Heute machen wir es richtig. Heute fliegen wir im 5,8 Gigahertz Band. Und zwar wird heute getestet, wie weit hier die Yagi Antennenverstärker wirklich dann mehr bringen und weiter fliegen als die Standardausführung ganz ohne Antennenverstärker. Ich habe das hier zwar letztes Jahr schon getestet, allerdings ich bin im falschen Frequenzband geflogen mit 2,4 GHz und heute machen wir es richtig mit 5,8. Aber natürlich, wir brauchen als allererstes einen Benchmark. Deswegen fliegt jetzt die Mavic Mini einfach nur ganz normal mit der Fernsteuerung ohne Antennenverstärker. Wir haben 6 Grad, die Sonne scheint und es ist schön frisch, also legen wir los und starten. Wir gehen mal auf eine anständige Flughöhe, ich würde mal sagen so auf 40 Meter. Und dann fliegen wir einfach mal in den Sonnenaufgang und schauen, wie weit wir hier kommen. Mit dem normal eingestellten 5,8 GHz Band ohne Verstärker würde es mich fast wundern, wenn wir mehr als 800 Meter problemlos schaffen würden. Allerdings, man weiß ja nie und wir schauen einfach mal. Ja, ich habe hier schon die erste schwache Signalmeldung bekommen, aber sieht alles immer noch gut aus soweit. Wir sind jetzt gleich bei 500 Metern und fliegen weiter. Die Flugbedingungen sind heute wirklich gut, aber hier die Steuerung, die wird jetzt hier schon, wenn ich mal ein bisschen rechts links gehe, ja schon etwas ruckelig. Ich gehe mal ein bisschen nach unten schwenken mit dem Gimbal, noch mal ein bisschen nach oben. Ja, das ist mit der Übertragung schon nicht mehr so gut. Hohe Windgeschwindigkeitswarnung, naja. Und 800 Meter haben wir geschafft. Na, immerhin schon mal. Das ist schon weiter, als ich dachte. Und auch gleich weiter, als hier das eigentliche Testgelände reicht. Das würde mich wundern, wenn wir da drüber kämen. Ich hebe jetzt noch mal ein bisschen die Flughöhe an. Wir haben die 1000 Meter geschafft. Wow. Und steigen mal auf, sagen wir, 70 Meter. So hoch wollte ich nicht. Schwache Signalmeldung. 45 km/h Flug geradeaus, 1200 Meter. Meine Güte, gerade bin ich echt etwas überrascht. 66 Meter Flughöhe. Dann diese blöde hohe Windgeschwindigkeitswarnung. Und wir gehen doch noch ein bisschen tiefer. Scheinbar scheint oben doch etwas mehr Wind zu sein als gedacht. Bleiben wir auf so 50 Metern. Und wir fliegen. Wow, 1,5 Kilometer ohne Verstärker, willst du mich denn wahnsinnig machen? Und da haben wir den Abbruch, 1558 Meter. Wow, das ist gerade mal so gut doppelt so weit, wie ich hier vermutet habe. Okay, wir lassen sie noch ein Stückchen zurückkommen. Denn eine Sache möchte ich noch ausprobieren. Ja, der Rückwärtsflug. Manchmal hat man dort nämlich die bessere Verbindung als im Vorwärtsflug, weil irgendwie die Antennen von der Mavic Mini besser ausgerichtet sind, glaube ich. Von daher geben wir ihr dort noch eine kleine Chance. Mal schauen, ob ich jetzt hier den Abbruch hinkriege oder ob sie gar nicht reagiert. So, jetzt haben wir es. Okay, ich gehe einfach noch mal ein kleines bisschen tiefer und so auf, genau, lassen wir es doch mal so auf, sagen wir, knappe 73 Meter. Und ich fliege mal rückwärts. Mal schauen, ob wir dort noch ein paar Meter rausholen können. Wie gesagt, mich würde es wundern, aber ich will es ja austesten hier. Also, wir schauen mal, 1350. Wir nähern uns der 1400. Jetzt sind wir hier schon wieder über dem Wasser, das ich nicht gedacht hätte, heute zu überqueren. Aber man lernt nie aus. So. 1500. So, jetzt haben wir 1540. Und hier haben wir doch irgendwo gleich die Verbindung verloren, aber das ruckelt. Nee, also weiter kommen wir hier heute nicht. Ganz eindeutig, aber immerhin viel weiter, als ich eigentlich gedacht habe. So, dann lassen wir jetzt unsere Mavic Mini mal zurückkommen. Dann tausche ich den Akku aus, mach die ganzen Antennchen hier dran und dann schauen wir, wie weit wir im zweiten Flug mit den Antennenverstärkern kommen. Bin ich echt gespannt. Thank you.
Okay, wir sind bereit für Flug Nummer 2. Ein frischer Akku ist drin und hier habe ich die Antennenverstärker draufgepackt. Reden wir gar nicht lange, sondern starten Flug Nummer 2. Ab geht's im Sportmodus. Wir gehen direkt mal auf eine Höhe von etwa 50 Metern nochmal. Und sind gespannt, wie weit wir jetzt kommen. Das war vorhin ja schon eine unheimlich weite Flugstrecke, finde ich, hier beim 5,8 GHz Band. Etwa doppelt so weit, wie ich vermutet habe und wie ich auch in der Vergangenheit schon geschafft habe. Also schauen wir mal, wie weit uns jetzt hier die Yagi Antennenverstärker im 5,8 GHz Band überraschen können. So, wir haben gleich schon die ersten 400 Meter geschafft, fliegen Vollgas voraus mit 46 km/h, 52 Meter hoch und schauen mal, wie weit wir kommen. Das ist ja auch alles immer etwas tagesformabhängig, wie gut jetzt wirklich die Reichweiten sind und auch wie die Umgebung ist. Das heißt, viele Funkfrequenzen, da hat man dann immer mehr Probleme. Deswegen ist aber generell das 5,8 GHz Band ja besser, weil dort viel weniger drauf gefunkt wird. Denn bei dem 2,4 GHz Band, gerade wenn man irgendwo ist, wo Siedlungen sind, ein bisschen ja, städtischer Bereich oder bei einem Dorf oder sowas, jedes WLAN funkt auf 2,4 GHz zum Beispiel. Von daher ist das schon ein stark belegtes Band. So, und während ich quatsche, haben wir gerade die 1-Kilometer-Marke geschafft. Ich gehe noch mal etwas höher, wie vorhin auch, so auf 75 Meter etwa. Und auf dem 5,8 GHz Band, dort ist also wesentlich weniger Funkverkehr. Deswegen ist auch genau dieses Band von der Stabilität eigentlich besser. Ja, sagt er, und bei 1,2 Kilometern bricht hier zum ersten Mal die Verbindung ab. Ich schwenke mal ein klein wenig die Antenne hin und her und wir haben die Verbindung wieder und ich fliege weiter und zumindest etwas weiter kommen müssten wir doch. Das würde doch sonst mit dem Teufel zugehen. Also wir schauen mal, wir haben gleich die 1350, nähern uns der 1400 Meter Marke. Aber das Signal ist schon nicht so berauschend heute. Also, nee, schon wieder ein Abbruch. Noch keine 1500 Meter geschafft. Das überrascht mich jetzt. Okay, so, da ist sie schon auf dem Rückweg zu uns. Ich versuche nochmal hier abzubrechen. Da hinten, da stehe ich, richte es einmal geradeaus. Und dann versuchen wir auch hier nochmal den Rückwärtsflug, vielleicht klappt das ja besser. Und vor allem, wir sind jetzt hier auch wieder sehr hoch auf der Rückkehrhöhe. Mal schauen, ob das irgendeine positive Auswirkung hat. 1300 Meter, 43 Stundenkilometer im Rückwärtsflug. Nicht übel. Aber ja, ich habe da kein gutes Gefühl. Bei 1393 bricht auch hier das Signal ab. Wir fliegen doch mal rückwärts. Einmal will ich es noch versuchen. Denn irgendwie kann ich das Ergebnis hier gerade nicht glauben. Dann müsste ich ja sagen, die Antennenverstärker bringen nichts, zumindest in dem Test hier. Schwer zu glauben. Okay, 1450, das Signal sieht jetzt gerade ganz gut aus. Es ruckelt zwar etwas, aber wir haben die 1500 geschafft. Ja, haben wir den Sweet Spot gefunden. Ah, 1575 und wieder abgerissen. 1599 sind wir jetzt gekommen. Okay, mein Ehrgeiz ist gepackt. Ich versuche nochmal abzubrechen. Wir fliegen noch einmal rückwärts. Komm schon, gib mir die 1700, dann hat es wenigstens ein klein wenig gebracht. Ja, 1700 haben wir geschafft. Oh Mann, okay. Beim dritten Versuch klappt es dann doch noch irgendwie. 1790, 1800. Wow. Manchmal ist das wirklich so, wenn man einen Punkt überschritten hat, dann läuft es nochmal etwas. 1887 Meter. 1887 Meter. Okay, also etwas mehr als ohne Antennenverstärker. Jetzt lasse ich sie aber wirklich erstmal hier zu mir zurückkommen. We'll be right back.
Okay Leute, wir haben ein amtliches Ergebnis, zumindest für heute. Und das heißt, die Yagi Antennenverstärker haben etwas mehr gebracht, aber doch viel weniger als ich dachte. Oder umgekehrt, ohne Antennenverstärker ist die heute richtig weit geflogen. Das ist natürlich kein repräsentatives Testergebnis, sage ich mal, jetzt für alle Situationen. Aber heute war es eben so gewesen und diesmal auf der richtigen Frequenz. Also, das wäre es gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wer noch mehr sehen will von meiner Mavic Mini und mir, ihr findet alles hier unten in der Playlist unter dem Video verlinkt. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Mi Applecat. Macht's gut!